Hallo zusammen und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play bei Space Engineers Never Surrender. Ich habe mir eine neue Software organisiert, da hatte ich Probleme mit dem Sprachaufnahme und habe jetzt die nachträglich nochmals hinzugefügt. Ja, wir waren hier beim Frachtcontainer, den wir hier weiter anbauen, damit unser Inventarlager größer wird und wir hier auch mehr produzieren können. Bei der neuen Software, wo ich da mir angeschafft habe, kann ich jetzt auch gewisse Szenen schneller abspielen lassen. Das habe ich auch hier ein paar Mal gemacht. Ich hoffe, das passt auch so für euch. So könnt ihr doch alles mitverfolgen, einfach in einer kürzeren Zeit. Und ich kann hier trotzdem mehr im Spiel machen und die Aufnahmezeit verkürzen. Das Ziel von heute ist eigentlich, dass wir eine Produktionslinie aufbauen. Hier bin ich noch dran mit den Metallgittern, um hier den mittleren Frachtcontainer fertigzustellen. Weil wir nachher für unsere Raffinerieanlage und Montageanlagen einiges an Material benötigen und darum auch diesen mittleren Frachtcontainer. Wir werden noch die Motoren benötigt. Und das Ganze kann jetzt fertig geschweißt werden. So, unser Frachtcontainer steht. Wir haben hier noch Eisen und Nickel in der Raffinerie. Übersicht, was wir gerade am Produzieren sind. Wir benötigen jetzt ein bisschen Stahlplatten auch. Um die Base zu vergrößern, damit wir auch Platz haben für unsere Raffinerie. Hier bin ich gerade am Überlegen, wie ich das am besten platziere. Ja, genau. Ich habe mir Gedanken gemacht, kann ich schon mein Werkzeug verbessern und habe gesehen, ja, das passt. Wir benötigen hier auch das Kobalt und können hier eine Stufe erhöhen mit unseren Werkzeugen, damit wir hier auch schneller schweißen, bohren und wieder schleifen können. Hier wird das ganze Werkzeug einmal ausgetauscht. Ordnung muss sein und einmal auch noch schnell in der Schnellleiste unten das Werkzeug anpassen. Den Schweiß auf den 1, den Schleifer auf die 2 und den Bohrer auf die Nummer 3. Wir suchen nun unsere
Raffinerie und Montagemaschine aus. Die Suche nach der Raffinerie. Und hier haben wir sie gefunden. Übersicht vom Material, hier Stahlplatten 1200, was einiges an Ressourcen benötigt. Wir erhöhen auch schon mal die Stahlplatten, einerseits um die Basis zu vergrößern, andererseits auch für unsere Raffinerieanlage. Hier einmal schnell im Schnelldurchlauf unsere Base-Erweiterung. Hier habe ich mir dann vorgestellt, da kommt die Raffinerieanlagen hin. Es sollen drei an der Anzahl sein. Die nächste Überlegung ist mir auch, dass ich einen Frachtcontainer habe, einen größeren, wo ich das ganze Erz sammeln kann. Das ist auch später wichtig, wenn ich da eine Bohrschiff habe, beziehungsweise auch viel später noch Drohnen habe, dass hier mal eine gewisse Kapazität vorhanden ist, um das ganze Erz einzulagern. Ich baue jetzt das im Ganzen, den Container im Untergrund auf, weil ja sonst sieht das schon alles sehr voll aus in der Basis. Da möchte ich da auch ein bisschen unterirdisch meine Sachen platzieren. Einmal die Erde abtragen, damit hier der Frachtcontainer einmal hineingesetzt werden kann. Und dann hätten wir den ersten größeren Container auch schon gesetzt. Das Ganze hier mache ich mit der rechten Maustaste, da sammle ich kein Material ein, sondern nur nach unten. Und das ist viel effizienter wie mit der linken Maustaste. Wenn wir jetzt in der Nähe keine Eisenmine hätten, dann hätte ich natürlich das Gestein eingesammelt. Hier möchte ich den Container platzieren, kann aber nirgends snappen. Darum werde ich jetzt da gleich weitere Fundamente setzen. Nach unten, dass da einmal gesnappt werden kann. Und auch die Module möchte ich dann später mal hier mal auch fertig schweißen. Aber ich möchte da auf der Ebene dann auch die Sortierer einbauen und die Förderleitungen, dass ich da wirklich da nur meine Raffinerie habe. Hier ist mir der Container noch eine Ebene zu hoch. Ich möchte den nicht so sehen. Setze noch was ein Fundament darunter. Darum nochmals ein bisschen nachgraben, damit noch ein weiterer Block gesetzt werden kann. So.
Das Fundament wurde gesetzt, nochmals den Container nehmen und platzieren. Ja, da war er auch. Hab's da nicht gesehen. Noch eins hoch. Und hier hinsetzen. Einmal die Energie nachfüllen. Und dann den Container fertigstellen. Die Energie ist jetzt bei 99-98%, das genügt. Die Wasserstoffflasche müssen wir nicht nachfüllen, die ist bei 90%. Einmal das Material in den Konstruktionsplaner einfügen. Einmal zur kleinen Anlage das ganze Material entnehmen. Und nochmals Materialnachschub holen. Jetzt fällt mir auf, dass mir wieder das Eisen ausgegangen ist. Darum folgt gleich wieder eine Bohraktion nach Eisen. Auch dies habe ich noch wahrscheinlich im Schnelldurchlauf eingestellt. Das ist jetzt die Geschwindigkeit 8 mal. Ich könnte hier auch 4 mal einstellen. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, ob das so von der Wiedergabe passt. Aber man muss ja das Video nicht unnötig in die Länge ziehen, weil das ja auch am Anfang die Hauptaktivitäten ist, um da Material zu holen. So, wir sind auch wieder in der Originalgeschwindigkeit. Ja, tun das Gestein in die erste Position, weil das am schnellsten verarbeitet wird, damit wir hier wieder schnell wieder an Volumen gewinnen. Und das nächste Eisen in die Raffinerie zu tun. Hier ist es aber so, dass eigentlich das Material, die Erze vom Lager eigentlich automatisch nachgezogen wird. Es kann manchmal sein, dass es sehr selten der Fall, aber zu langsam ist, dann wird wieder der Kobalt oder Nickel an die erste Position geschoben und das Eisen dann wieder an der letzte Position. Dann ist die Priorität wieder anders, aber zu 99% funktioniert es. So, jetzt haben wir dann gleich den Container fertiggestellt, wenn die Stahlplatte nicht fehlen würden. Oh, warte, die interne Panzerungen. Ja, waren die interne Panzerungen. Dann wären noch die Metallgitter und die kleine Stahlrohre, die benötigt werden. Es wird das Ganze analysiert und wird einmal auch in Auftrag gegeben. Oder beziehungsweise auf die erste Stelle gesetzt, die Metallgitter und die Stahlrohre hinzugefügt und zur zweiten Position platziert.
Diese Frequenz habe ich jetzt gerade verpasst zu beschleunigen. Was da auch noch dann ist, wir haben dann das Eisen, das uns langsam ausgeht. Das Eis. Es wird sich noch eine kurze Szene heute geben, wo wir auch noch einmal das Eis abholen werden. So, die 40 Metallgitter noch. Ich denke auch, wenn wir da dann die drei Raffinerien haben, sowie die drei Montageanlagen, damit wird sich das Spiel einiges beschleunigen und wir nicht da länger warten müssen, bis Material produziert wird. Dann können wir uns auch mehr auf Schiffbauten etc. konzentrieren. Ja. Genau, je nach Komponenten ist die Bearbeitungszeit auch länger. Die kleinen Stahlrohre gehen schon wieder einige schneller wie die Metallgitter. Hier müssen wir, glaube ich, warten, bis wir 70 produziert haben. Das sollte dann genügen, um den großen Frachtcontainer fertigzustellen. So, der Frachtcontainer wird jetzt fertiggestellt. Und wir können nun unsere Raffinerien planen. Hier kommen dann später vielleicht noch weitere Container dazu. Ich möchte gerade noch einen Abstand haben vom Container zur Wand, damit später noch auch ein Durchgang möglich ist. Ist zwar im Untergrund gebaut, der Container, aber irgendwie möchte ich noch eine Fundamentbreite bauen. Hier einmal das Ganze auffüllen. Ja, da war ich jetzt im falschen Container. Ich war da nicht am H2O-Generator. Jetzt habe ich es bemerkt. Die Flasche ist aufgefüllt. Wir nehmen hier Stahlplatten, interne Panzerung und Herstellungskomponenten, damit wir sicher die Raffinerien und Montageanlagen platzieren können. Hier eine Überprüfung, wie viel Eisen wir noch haben. Ja, 3000. Ich dachte, das genügt für diese Runde. Wir werden sehen. Ja, es ist auch mal ganz speziell im Nachhinein die ganze Aufnahme, Tonaufnahme zu nachproduzieren zu einem Video. Ist mal etwas anderes. Ja. Dachte, wäre aber schade, das Ganze jetzt ohne Ton laufen zu lassen. Dachte, ich mache das ganze Video zuerst eine Beschleunigung mal 4 ohne Ton. Dachte ich, nee, das kann ich jetzt nicht bringen. Hier mache ich schon mal weitere Fundamente, um mal den Container dann auch zu verstecken.
Hier habe ich etwas gesucht. Ja, wahrscheinlich die Raffinerien. Zum zweiten Mal suche ich die schon wieder. Die Montageanlage unten platzieren. Ich nehme gleich die industrielle Montageanlage. Gefällt mir auch vom Design besser. Die ist in einem DLC vorhanden und auch die Raffinerie. Hier habe ich nochmals die Montageanlage ausgewählt. So, und jetzt die Raffinerie auf den Nummer 2. Und sie wurde gefunden. So. Zuerst werden die Raffinerien platziert. Hier suche ich noch die einzelnen Förderleitungen. Das sind die verstärkten Förderleitungen auf der Position 3, 4, 5 und auf der 6, 7, 8 die einfacheren. Ja, die, wo auf dem Grund, auf dem Boden sind, dann nicht meistens die verstärkten, weil es einfach besser aussieht. Und die, wo dann über den Boden zur Anlage geht, dann nehme ich die einfache Förderleitungen. Jetzt suche ich noch den Sortierer. Habe jetzt festgestellt, dass der noch nicht freigeschaltet ist und hier den Förderbandabschluss zuerst herstellen muss, damit ich den Sortierer dann benutzen kann. Ja, nochmals eine Überprüfung in meinen Gedanken war so: einmal auf die neu platzieren, einmal herstellen, damit wir den Sortierer freigeschaltet haben und dann können wir den wieder abbauen. Das ist der kleine. Die Suche nach dem großen gefunden. Auf der Schnellleiste wieder wechseln und auf die neuen platzieren. So. Genau, nach dem Frachtcontainer möchte ich ja dann auch schon glaub, einen Sortierer hinstellen. Ne, ist gar nicht nötig. Der zieht es ja selber in die Raffinerie. Ich glaube, den Platz habe ich jedoch schon eingeplant, obwohl er nicht nötig ist. Ja, genau. Bin jetzt ein bisschen zu weit nach hinten mit der Platzierung. Aber muss ja nicht immer alles so eng beieinander sein. Wir einmal überlegen, da kommt ja rechts die Wand hoch, einmal zum Durchlaufen. Unten ist nichts. Und dann hier kommen ja noch die Module hin, wo nochmals einen Platz braucht, dann wieder einen zum Durchlaufen und den zweiten platzieren, also einen Abstand von 2. Und hier auch. Hier merke ich gerade Modul. Hier kommt die Wand, also ich brauche nochmals eine Reihe Fundamente. Ja, hier wäre noch eine Möglichkeit, gleich zwei Raffinerien nacheinander zu bauen. Können wir mal mal prüfen, ob wir das nachher dann später auch mal machen in einer weiteren Folge. Jetzt ist die Überlegung, wie platziere ich die Montageanlage. Für das muss ich auch wieder die Fundamente erweitern. Hier noch den einzelnen Block, der mir heruntergefallen ist. Genau, hier habe ich hier einmal den kleinen Hügel, der mir hier im Weg ist. Ich platziere hier bis zur Erde hin, dann sieht es auch so, dass es irgendwo befestigt ist. Hier wieder
im Schnelldurchlauf. Aber das ist jetzt ein Abschnitt, der ja jetzt nicht gerade interessant ist. Und jetzt kommen wir zu unseren Montageanlagen. Die sind ein Feld weniger breit. Und auch hier wäre ja die Möglichkeit, nacheinander Montageanlagen aufzubauen. Wir starten mal mit 3 Raffinerien und 3 Montagemaschinen. Ich denke, das ist mal ein guter Anhaltspunkt. Und jetzt wird mal überprüft oder das Ganze mal wieder in den Konstruktionsplaner eingegeben. 3x Raffinerie, 3x die Montageanlage. Und mir fällt dann gleich auf, dass wir hier einiges an Material benötigen. Vor allem die Raffinerie, die benötigt hier ganze 1100 Stahlplatten. Plus die letzten 100, also 1200 Stahlplatten, bis wir das auch produziert haben, etc. Lassen wir das auch nochmals in einer schnellere Abspielgeschwindigkeit laufen. Da habe ich glaube gleich eine 80 mal Abspielgeschwindigkeit gewählt, weil es doch einiges an Ressourcen benötigt. Und bis wir hier die in der einfachen Montageanlage produziert haben. Ja, hier fällt mir gerade auf, dass mir hier die Motoren fehlen. Und hier wieder. Oh, nee, passt. Das ist jetzt die Wiedergabegeschwindigkeit mal 80. Ja, hier wollte ich gerade genau sagen, wir gehen mal Eis holen. Habe gerade gesehen, dass das Wetter schlecht ist, das Windrad läuft schlecht. Wir haben eine aktuelle Zufuhr von 213 Kilowatt und eine aktuelle Abgabe von 610. Da heißt, unsere Batterie wäre in 7 Stunden aufgebraucht, aber das Wetter wird schon in ein paar Minuten wieder besser. Hier fehlen mir jetzt noch 3 Motoren. Ich gehe wieder in den Produktionsplaner nachschauen und werde dann gleich die Priorität von den Motoren verschieben. Das Inventar ist voll, gehe zur zweiten Montageanlage und das Inventar ist gerade wieder nur noch halb so voll. Wieder keine Motoren. Wieder Material verbrauchen bzw. das Inventar leeren. Und jetzt kommt die Umpriorisierung der Motoren. Und mir fällt schon wieder auf, dass mir Eisen fällt. Beziehungsweise auch noch Motoren. Schauen wir jetzt in der normalen Geschwindigkeit an. Ich glaube, so viel mal war das nicht mit dem Bohren, dass ich sicher meine Motoren da fertigstellen kann. Wow.
lasse noch ein zweiter Bohrdurchgang. Das sollte der letzte Bohrvorgang gewesen sein. Ne, ich gehe noch einmal. Nee. Jetzt kommt noch der Ausflug zum Eis holen, weil ich merke gerade, ich habe noch 87,5 Eis. Einmal die Flaschen füllen, habe noch 37,5, also Eis abholen, organisieren, hat jetzt nun die höchste Priorität. Einmal die Energie auffüllen. Das Wetter ist schon wieder klar. Wir haben auch wieder Sicht, um das Eis zu finden. Einmal das Inventar leeren, damit wir auch das Maximum an Eis holen können. Der Flug dahin haben wir einen Schnelldurchlauf gemacht. Einmal hier die Übersicht vom Ganzen. Das Eis oder der Eisberg ist da schon einiges weiter weg. Und wir haben hier den Standort für das Eis gefunden mit einer harten Landung. Die gehört zu mir dazu. Ja, ich habe mir immer erhofft, dass ich da mal ein See in der Nähe wäre, ein Eissee. Aber da ich in die Luft gegangen bin, war leider nichts zu sehen, sondern nur dieser Berg. Der ist jedoch 10 Kilometer von der Basis entfernt. Da rollt mir noch die Eisbrocken weg. Da grabe ich ein bisschen tiefer, damit die vor Ort bleiben. Ja, das Inventar fühlt sich langsam. Aber wir haben nachher genug Kapazität an Eis für die Selbstversorgung des Jetpacks. Wir können später auch mit Wasserstoff auch Energie erzeugen. Das ist sicher wichtig, weil das einiges effektiver ist wie Solaranlage und Windkraft. Auf der Rückreise seht man schon, habe ich den See gefunden. Leider nicht wirklich einen Distanzgewinn. Jedoch ist der See für mich relativ wichtig, weil später mit den automatisierten Drohnen etc. das Ganze einfacher ist, in einer flachen Ebene das abzutragen. Und darum gehe ich da einmal runter und nehme mir den als GPS-Marker auf. Den Rückflug haben wir dann nochmal schnell
in einer achtfachen Geschwindigkeit eingestellt. Hier den GPS-Marker setzen, Eissee und den Rückflug zur Base. Damals war es eine sanfte Landung. Genau. Ich wollte dann nachfüllen. Der Frachtraum ist schon hier voll. Eis wieder retto, Flasche rein. War noch 12,41 Eis. Wieder auffüllen mit Eis. Und den Rest gleich in den großen Frachtcontainer. Ne, in den kleinen. Zuerst wollte ich den großen, dachte aber, den kleinen genügt auch. Der ist wieder zu 50% gefüllt. Die Fertigstellung der Raffinerien. Wir müssen nochmals bohren, weil wieder festgestellt wurde, dass mir das Eisen ausging. Da haben wir alles Eis, aber kein Eisen. Und nochmals eine kurze Bohrsequenz mit beschleunigter Geschwindigkeit. Die Computer noch, die genügen, um das Ganze fertig zu stellen. Dann ist es auch so, dass ich mir jetzt überlegt habe, bevor ich dann die nächste Folge starte, werde ich das ganze Material hier schon mal durchlaufen lassen, damit wir unsere Anlagen dann in der nächsten Runde fertigstellen können. Weil wir werden uns noch beschäftigen mit den Förderleitungen. Ich nehme wahrscheinlich da schon mal die Fundamente raus, die ich da, wie ich es dann platzieren möchte. Aber die Förderleitungen werde ich dann mit euch setzen. Genau, genug Platz auch hier zum ein bisschen Wände hochzuziehen etc. Und hier die drei Montageanlagen. Hier kommt dann auch wieder ein Lager hin, damit die Komponenten, die in der Montageanlage produziert werden, automatisch in die Frachtcontainer gezogen werden. Auch nach den Raffinerien kommen da Container hin, damit die Waren automatisch aus den Raffinerien gezogen wird. Dies können wir mit dem Sortierer einstellen. Hier wieder volle Energiekraft. Ja. Aus meiner Sicht wäre es das gewesen aus dieser Folge. Ich entschuldige mich nochmals für die Panne, aber ich denke, es sollte so passen mit dem Nachtrag des Audios. Und ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gepasst und ich freue mich auf das nächste Mal und wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Metti. Danke.